back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. So, wir sind in Plünderich. Plünderich? Plünderich. Nichts mit Plündern zu tun. Okay. Wir sind hier in Plünderich angekommen und stehen auf einem Rasenstellplatz mit Kinderspielplatz. Und der Stellplatz, der ist gespickt mit Obstbäumen. Ne? Mirabelle, Birne, höre ich gerade. Perfekt. Emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Da oben gibt's noch so einen, sieht man das? Weiß ich nicht. Da oben gibt's noch einen Aussichtsturm. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Der ist eh zu hoch für mich. Ja, da ist noch so eine. Ja, ich sag mal, so eine Bahntrasse über ein Viadukt, ne? Die Bahn da über das Viadukt. So große Wiese hier für Hunde. Also, weiß jetzt nicht, was der kostet. Strom ist gut zu erreichen. Ja, also wir sind jetzt die oberste Reihe, weil uns gesagt wurde, gestern bei dem Unwetter haben von einem freundlichen Belgier. Ja, haben wohl die unteren Reihen unter Wasser gestanden. Hier muss es wohl gestern Abend ordentlich geschüttet haben. Bei uns hat es nur in Kästen in der Nacht geregnet. Und von daher, aber sonst so. Sehr schön. Ruhig vor allem. Ne? Vor allen Dingen ruhig, ja. Also das Einzige, was hier vorbeigeht, ist der Fahrradweg. Ja, gut. Aber sonst keine Straße. Und ich vermute mal, irgendwann, wenn Ernte ist, auch der Trecker. Ja, ich sag mal, durch die vielen Obstbäume sind natürlich hier auch viele Wespen jetzt. Ne? Das muss man auch bedenken. Stimmt. Da liegt ja noch Obst auf dem Boden. Ja. So, wir gehen jetzt mal zur Mosel. Hier soll es ein Ufer geben. Das mit den Wellen, das hatten wir schon mal. Wer erinnert sich? Schau lieber ab hier. Boah, ist das schön. Richtig mit Strand. Mein klein, aber Strand. How come I got lost in this endless spin? Why do I feel so empty deep within? Where did I go wrong? Eyes on the gold. Control.
So ein kleiner, ja gut, leicht verwachsener, verwilderter Zugang zu diesem kleinen, aber feinen Strand. Ist echt schick hier. Da hinten ums Eck gibt es auch noch mal einen. Kann man das sehen? Dahinter. Sehr schön, hier kann man gut ins Wasser, gut in die Mosel gehen. Der Hund hat auch seinen Spaß. Jo. Also uns gefällt's, oder? Ja, definitiv. Wer kämpft hier gerade mit dem Hund? Ich kämpfe hier gerade mit dem Hund. Ja, die hat wohl dann doch wohl einer mal gegrillt. Und Scully räumt gerade auf. Mega! Fein, Mäuschen! Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich bin jetzt gerade. So, und da hinten, hinter dem Spielplatz, gibt es noch einen Campingplatz. Ja. Gucken, vielleicht kommen wir auch noch mal ins Dorf, ich bin mir nicht sicher. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen genießen hier. Hast an der Entsorgungsstation noch ein Desinfektionsspray. Sieht man auch nicht so oft. Sehr gut, sehr gut. Thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang nach dem Essen und laufen hier mal so den Stellplatz hoch. Ja, hier so die hinteren Plätze. Weiß ich nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Stück vielleicht. Die haben keinen Stromanschluss. Oder vielleicht über die anderen dann, wenn man ein längeres Kabel hat. Ansonsten hat sich der Platz wieder ganz gut gefüllt. So in den Abendstunden. Wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr. Ganz gut wieder gefüllt, ne? Ja, ja. Finde ich voll klasse. Ja, das ist ganz nice, muss man schon sagen. Ja. Das ist hier in der Moselschleife und dadurch hört man von der Straße nichts, ne? Weil hier halt eben ganz weit oben ist die Bundesstraße, wo man sonst immer, wenn man direkt an der Mosel steht, immer die Bundesstraße im Hintergrund hat. Und das hat man hier nicht. Ja, und deshalb, wie ihr hört man nichts. Außer ab und zu mal den Zug. Und den Hund hecheln. Den Hund und die Fahrräder. Also hier ist der Radweg direkt hinter dem. Lass mal okay. Wie sehe ich überhaupt aus? Sag mal. Sagst du aber auch nichts. Ich habe gedacht, das muss so.
Naja. Ich renne hier rum wie Schlönze. Im Urlaub. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. In der Stadt Pünderich. Da gibt es, glaube ich, nichts Besonderes. Korrigiert mich bitte, wenn ich was übersehen haben sollte oder verpasst haben. Gerne in die Kommentare schreiben. Moin! So, wir haben jetzt eingepackt, eingeräumt und entsorgen hier nochmal eben schnell. Vorne holen wir nochmal Frischwasser, ne, Süße? Mhm. Und dann hauen wir ab nach... Brem. Okay. Top-Platz soll er sein, unter den ersten 100, schlag mich tot, alles fein. Das sind aber auch nur 13 Plätze oder 14. Zu diesem Platz, Preise machst du jetzt, ja? Der Platz kostet 9,50 Euro. Wasser ist umsonst, hatten wir glaube ich schon gesagt, ist vorne an. Da muss man vorm Stellplatz, wenn man hier rauffährt, sind so Glascontainer, da ist ein Wasserhahn. Da gibt es umsonst Wasser. Entsorgung ist auch umsonst, 9,50 Euro plus 85 Cent pro Person Tourismusbeitrag. Der Platzwart war sehr nett, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass im Moment wohl die Mosel Probleme mit Blaualgen hat. Von daher sollte man da mit Haustieren aufpassen. Und selber auch. Ein sehr, sehr schöner Platz, mitten in der Natur, schön ruhig. Ja. Und ja, jetzt ist hier gerade Abfahrttag und als wir gestern Morgen ankamen, waren hier nur so, ich glaube, 2, 3, 4 Wagen. Und das wurde dann doch im Laufe des Tages immer voller. Ist aber auch schön hier. Jetzt geht's weiter nach Bremen.